Drei einfache Tipps, wie du dich auf den kommenden Add-on vorbereiten kannst. Und somit herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar haben mich einige Spieler gefragt, ob ich denn nicht mal einen Guide dazu machen könnte oder wie ich mich eigentlich auf den Patch vorbereite oder halt auf die Erweiterung. Und hier ist dieser Guide oder dieses Video. Und zwar mache ich Folgendes und das könnt ihr natürlich auch machen. Der erste Tipp ist, Leute, dass ihr genug Heldenpunkte übrig habt. Denn wenn die Erweiterung kommt, kommt ihr auch damit eine neue Spezialisierung für jede Klasse, also die zweite Elite-Spezialisierung. Und wenn ihr halt genug Heldenpunkte übrig habt, dann könnt ihr euch dann bei dem Patch Day sozusagen instant die zweite Spezialisierung freischalten. Dafür braucht ihr immer diese Heldenpunkte und die könnt ihr halt auf der ganzen Karte verteilt holen. Und wenn ihr halt welche übrig habt, dann könnt ihr halt direkt, wie gesagt, euch direkt die Spezialisierung freischalten. Deswegen sorgt einfach dafür, dass ihr ein paar unverbrauchte Heldenpunkte übrig habt. Was eine ganz gute Methode ist, um die ganz einfach zu bekommen, sind die HOT-Karten. Denn da ist immer wieder so HP-Runs, also Hero-Point-Runs. Und es ist ja auch so, dass ihr pro Heldenherausforderung immer 10 Punkte bekommt. Und bei den normalen Karten bekommt ihr immer nur eine pro Heldenherausforderung. Und deswegen könnt ihr ganz einfach über die Herz vom Anguma-Karten, also über die HOT-Karten, könnt ihr ganz einfach immer pro Herausforderung 10 Punkte bekommen. Also ist eine ganz gute Variante, um an die Punkte zu kommen. Und wenn ihr halt alle habt, dann habt ihr 310 Stück übrig, so wie ich gerade. Und dann könnt ihr euch direkt an dem Tag dann alles freischalten. Also denkt daran, ihr braucht ein paar Heldenpunkte. Genau, das dazu. Der zweite Tipp ist, Leute, denkt an die Booster, denn wir werden ja natürlich Reittiere bekommen mit dem Add-on. Und damit man diese Reittiere überhaupt freischalten kann, muss man ja diese Beherrschungen erstmal leveln dann. Und wir haben ja Zentral Tyria, Herz von Maguma und dann werden wir wahrscheinlich noch die Kristallwüste bekommen. Und diese Beherrschungspunkte kann man zwar nicht pre-freischalten, weil wir die Karten brauchen, damit wir sie auf den Karten dann freischalten. Aber was ihr halt machen könnt, ist halt euch die Booster zu sparen. Denn es gibt ja verschiedene Booster, die euch halt zum Beispiel im PvE 10% mehr Kartenbonus oder sowas geben. Und wenn ihr halt die euch spart für das Add-on, dann könnt ihr die halt benutzen, um halt diese Leiste hier unten, diese Erfahrungsleiste schneller zu leveln. Damit ihr euch dann schneller die Reittiere freischalten könnt. Also denkt daran, dass ihr Beherrschungspunkte braucht, aber die könnt ihr halt nicht im Voraus farmen, sondern ihr könnt euch bloß ein paar Booster aufheben, damit ihr dann diese Beherrschung, also diese Erfahrung schneller leveln könnt. Genau, Leute, das wäre Tipp Nummer 2. Also denkt einfach an die Booster, hebt euch ein paar auf, damit ihr einfach dann schneller an die Beherrschungspunkte kommt. Genau, und da kommen wir eigentlich auch schon zum Tipp Nummer 3 und zum letzten Tipp. Und zwar ist es ja so, dass wir natürlich mit der Elite-Spezialisierung dann auch neue Waffen tragen können. Und wenn wir halt eine neue Waffe tragen können, und wir wissen, dass jetzt zum Beispiel beim Pestbringer ist es ja zum Beispiel eine Fackel, beim Krieger sind es ja die Dolche, die man tragen kann. Und wenn wir uns halt schon mal ein paar Waffen bauen, die wir dann tragen können, dann müssen wir das später nicht machen. Also baut euch einfach ein paar aufgestiegene Waffen, Leute, damit ihr sie dann einfach am Release Day ohne Probleme, wenn wir dann die Elite-Spezialisierung hier freigeschaltet haben, damit wir sie dann auch dann direkt tragen können. Denn so haben wir das Craften dann sozusagen ein bisschen gespart am Release Day. Auch wenn sich das Meta ändert, können wir auch die Waffen umspielen. Das ist ja bei aufgestiegenen Waffen gar kein Problem. Selbst wenn wir zum Beispiel hier von Viper auf Kraftprinzip zum Beispiel wechseln müssten, können wir das ja ganz einfach machen. Ich habe ja auch schon dazu einen Guide gemacht, den verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung, falls ihr den sucht. Also zum Umspielen von Attributkombinationen, wie zum Beispiel hier gibt es ja Viper oder so. Und weil es halt kein Problem ist bei aufgestiegenen Waffen und Rüstungen, baut euch einfach die Waffe, die ihr halt dann freischalten könnt, wenn ihr euch die Spezialisierung dann holt. Genau, und dann würde es eigentlich noch zwei weitere Tipps geben zum Heldenpunkt Booster und Waffen bauen. Und zwar ist es so, dass wir natürlich dieses Spiel, also die Erweiterung, vorbestellen können. Und zwar ist es ja so, ich wollte es mir zum Beispiel vorhin vorbestellen, aber es ging leider nicht, denn mein PayPal hat gespackt. Und weil halt mein PayPal gespackt hat, muss ich halt vielleicht jetzt ein, zwei Tage eventuell warten, bis halt alles wieder funktioniert. Und wenn euch das halt am Release Day passiert, ist halt ärgerlich, deswegen sorgt einfach dafür, dass ihr das vorbestellt. Wenn ihr eh das kaufen wollt, dann vorbestellen, damit ihr das vielleicht die Kauf-App-Abrechnung dann später nicht abkackt, so wie bei mir jetzt. Deswegen einfach vorbestellen und dann habt ihr Ruhe am Patch Day. Weil man sagt ja auch never play on Patch Day, weil man weiß ja nie, was am Patch Day passiert. Vielleicht schmieren die Server ab, vielleicht schmiert der Shop ab und dann könnt ihr euch leider das nicht holen. Dann einfach vorbestellen. Und die zweite Sache ist eigentlich auch mit der Vorbestellung verknüpft. Und zwar ist es ja so, dass es da draußen andere Content Creator gibt, auf YouTube, auf Twitch, und wenn ihr halt das über ihre Links macht, dann unterstützt ihr natürlich diese Content Creator. Also wenn ihr diese Leute unterstützen wollt, wie zum Beispiel auf YouTube gibt es ja Guild News oder Takeo, auf Twitch gibt es ja die Fashion Fuchs oder den Nörden oder Ron. Diese Leute machen ja auch alle Content und
Wenn ihr die halt unterstützen wollt, dann könnt ihr das direkt über ihre Links machen. Das sind ja ArenaNet Partner und da bekommt ihr eine kleine Provision und es tut, glaube ich, denen nicht schlecht, wenn die ein bisschen was bekommen. Und wenn ihr das halt über O macht, bekommen die halt nichts. Deswegen macht das lieber, wenn ihr sie unterstützen wollt, über ihre Reflinks und dann haben alle was davon. Und genau Leute, das war es eigentlich auch schon zu meinem Video, wie ihr euch auf das kommende Add-on vorbereiten könnt, und zwar Path of Fire, wo wir dann hoffentlich Balthasar besiegen werden. Und denkt daran, am Freitag kommt mein Gewinnspiel oder die Auflösung vom Gewinnspiel. Also ihr könnt noch mitmachen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich verlinke euch das Video vom Gewinnspiel in der Videobeschreibung. Könnt ihr einfach draufklicken und mitmachen. Ein Abo da lassen, einen Kommentar da lassen, was ihr sehen wollt an Videoideen oder Videowünschen. Und das ist eigentlich alles. Und dann könnt ihr 1200 Gems gewinnen und euch die lebendige Welt Staffel 3 freischalten. Oder halt, keine Ahnung, ihr holt euch hier irgendwelche Gem-Artikel, wie zum Beispiel unendliche Unbound Magic, wobei das nicht ganz reicht, aber die restlichen Gems könnt ihr dann zum Beispiel drauflegen. Oder hier holt euch so einen Nebelsperren Zuflucht. Oder holt euch nicht das Abaddon Glaceship. Sieht überhaupt nicht gut aus. Holt es euch nicht, aber ist euch komplett freiwillig überlassen, Leute. Genau, das war's dazu. Falls euch mein Guide helfen konnte, wie ihr euch vorbereiten könnt auf das kommende Addon, dann könnt ihr mir jetzt ein Like da lassen und ich würde sagen, wir sehen uns am Freitag. Bis dahin und tschüss.